Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Film geht es um Oxidationsstufen. Als Vorkenntnisse für dieses Video solltet ihr gutes Wissen über Redoxreaktionen mitbringen. Auf alle Fälle ist euch der Begriff korrespondierende Redoxpaare bekannt. Mein Ziel ist es, euch Verständnis des Begriffes der Oxidationsstufe und die Anwendung auf elementare Beispiele zu vermitteln. Der Film wurde in 5 Abschnitte untergliedert. Erstens, eine Frage, mehrere Antworten. Zweitens, was ist die Oxidationsstufe und wofür wird sie verwendet? Drittens, Regeln zur Ermittlung der Oxidationsstufe. Viertens, Oxidationsstufen biochemisch wichtiger Teilchen. Und fünftens, Anwendungen. Bevor wir in das wissenschaftliche Leben einsteigen, noch ein wichtiger Hinweis. Oxidationsstufe, von mir in diesem Video mit OS abgekürzt, ist ein anderer Begriff für das Fachwort Oxidationszahl, für das auch die Abkürzung OZ verwendet wird. Erstens. Eine Frage, mehrere Antworten. Wird dem Fachmann die Frage gestellt, welche Oxidationsstufe hat Stickstoff? So wird er mit der Gegenfrage antworten. In welchem Stoff? Im Ammoniakmolekül hat Stickstoff die Oxidationsstufe -3. Im Lachgas N2O hat Stickstoff die Oxidationsstufe +1. Im Stickstoffdioxid ist die Oxidationsstufe +4. Und im Stickstoffmolekül ist sie gar 0. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Sofatutor.com. Gute Bildung zu Hause.